Was zur Hölle ist Super Mario 64 für den Nintendo DS? Was früher auf der N64 noch so ausgesehen hat, ist einige Jahre später ein absolutes Debakel geworden. Aber warum? Zu Beginn ist es etwas komisch, dass man als Yoshi die ersten Level bestreiten muss. Wir erinnern uns, das Spiel heißt Super Mario 64, aber genau den schalten wir relativ schnell frei. Genauso wie Luigi und auch Wario im Verlauf des Spiels. Der Witz an der Sache ist, dass jeder einzelne Charakter eine spezielle Fähigkeit hat, die ihn einzigartig macht. Yoshi kann Feuer spucken, Mario verwandelt sich spontan in einen Luftballon, Luigi wird unsichtbar und Wario besteht plötzlich aus Metall. Nur ist es nervig, dass man genau einen bestimmten Charakter braucht, um ein Level zu schaffen. Zum Beispiel, wenn Wario unter Wasser laufen kann, weil er eine Tonne schwer ist. Aber das Schlimmste an diesem Game ist die Steuerung. Abgesehen davon, dass man nur als Mario walljumpen kann, kein anderer Charakter bekommt das hin, spielt man das Game auf einem Steuerkreuz, bei dem du nur 8 mögliche Richtungen hast. Auf der N64 hatte man mit dem Analogstick ganze 360 Grad, auch wenn mir das Game damals sehr viel Spaß gemacht hat. Es ist deutlich schlechter als das Original.